Leute, ich bin's wieder, eure Kat, und ich bin wieder back. Ich bin wieder zurück in Deutschland, und für die einen oder anderen, die es nicht mitbekommen haben, wo ich war. Ich war zusammen mit Anna und Paddy und zusammen mit Evelyn Ott in Kalifornien, und da haben wir einen Roadtrip gemacht. Und wenn ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall unten in der Infobox. Da ist der Link, weil ihr müsst euch das Video unbedingt anschauen, weil es so cool geworden ist. Und ja, auf jeden Fall, in diesem Video zeige ich euch heute meine Foundation-Routine, weil viele von euch mich gefragt haben, wie ich meine Akne so gut abdecken kann. Also die, die unsere Uncut-Vlogs verfolgen, die sehen mich immer ungeschminkt, also sehen quasi die nackte Wahrheit. Und deswegen fragen mich viele, wie ich meine Akne so gut abdecken kann und was für Produkte ich empfehlen kann. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich mal ein ganzes Video darüber und zeige euch mal, was ich so benutze. Und wenn ihr eine Hautpflegeroutine von mir sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit diesem Video. Viel Spaß! Und so sieht die ungeschminkte Wahrheit aus. Also ich glaube, ihr habt mich ja schon öfters ungeschminkt gesehen. Also für viele von euch sieht das bestimmt voll schlimm aus, aber ich kann euch sagen, es war schon mal schlimmer. Und es wurde jetzt auf jeden Fall viel besser. Also eigentlich, was nur noch übrig geblieben ist von meiner Akne, sind eigentlich nur noch hauptsächlich die Narben und die Rötungen. Pickel habe ich jetzt nur so vereinzelt, aber jetzt nicht so krass heftig, wie es damals mal war. Also ich kann jetzt sagen, ich habe meine Akne jetzt gerade unter Kontrolle, und es hört sich voll bescheuert an, aber es ist echt schwer, die Akne unter Kontrolle zu haben. Und ja, jetzt bin ich gerade momentan zufrieden mit meiner Haut. Und auf jeden Fall, viele von euch haben mich gefragt, welche Foundation ich benutze und welche ich empfehlen kann. Und ich habe mittlerweile schon sehr, sehr viele Foundations ausprobiert. Also von der Drogerieseite gibt es welche, die auch sehr gut sind. Aber ich tendiere eher zum High-End-Bereich, weil die von der Drogerie sind nicht so ergiebig wie die vom High-End-Bereich. Also ich muss immer sehr viel Produkt benutzen und sehr viel auf mein Gesicht klatschen, und am Ende sieht es halt nicht so gut aus wie jetzt im High-End-Bereich. Und deswegen empfehle ich euch, lieber in eine Foundation zu investieren. Und dann habt ihr länger was davon und seid einfach zufrieden mit dem Endergebnis später. Und welche Foundation ich euch empfehlen kann, ist die hier von NARS. Das ist die All Day Luminous Weightless Foundation. Und das fand ich so wichtig, dass die Foundation nicht so schwer ist, dass ich sie nicht spüre. Dadurch, dass ich halt jeden Tag Make-up auf mein Gesicht klatsche, finde ich es aber trotzdem wichtig, dass ich das Make-up nicht spüre. Bei vielen war das der Fall, und das hat mich halt gestört. Genau, die benutze ich immer, und die trage ich jetzt mal auf. Die muss man sehr kräftig schütteln, weil sie, wenn man sie nicht schüttelt, dann kommt eigentlich einfach nur Wasser raus. Deswegen muss man es immer mischen. Und dann mache ich da wirklich nur ein bis zwei Pumpstöße, nennt man das so, auf meinen Handrücken. Und das verblende ich mit einem Beauty Blender. Und beim Beauty Blender muss man auch sagen, da achte ich auch sehr, dass ich ihn regelmäßig sauber mache und desinfiziere, damit, ja, ich bin auf jeden Fall sehr pingelig mit meiner Haut, weil man wird auch mit der Zeit pingeliger mit der Haut. Also alle, die Akne haben und oder halt Mitesser, Pickel haben, die kennen das Problem. Auf jeden Fall, ja, trage ich das erstmal mit den Fingern auf die Stellen, wo ich hauptsächlich Deckkraft brauche. Also das ist eigentlich so der Bereich hier, hier, hier. Auf meiner Stirn, Nase und Kinn brauche ich jetzt nicht so viel, deswegen mache ich da einfach nur die Reste hin. Genau. Und dann verblende ich das Ganze. Und das verblende ich mit
tupfenden Bewegungen. Also ich schmiere das jetzt nicht so, weil dann geht einfach viel Produkt verloren. Und das wollen wir ja nicht. Und auch selbst wenn ihr das Produkt mit dem Beauty Blender aufnimmt, geht auch viel Produkt verloren. Deswegen trage ich das immer vorher erst mit den Fingern auf. So. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn vielleicht hier mein Pickel oder so durchscheint oder hier, weil ich finde das zugekleistete irgendwie nicht so schön. Vielleicht mal auf besonderen Events oder sowas oder auf einer Hochzeit oder so, okay. Aber so in der Freizeit, sage ich mal, finde ich, muss das nicht unbedingt sein. Also muss es nicht unbedingt so deckend sein, weil ich finde, so kleine Makel zu zeigen, finde ich nicht so schlecht, weil das macht einen halt menschlich. Man muss ja auch irgendwo zu seinen Makeln stehen. Also wie ihr sehen könnt, also ich brauche sehr lange, um eine Foundation einzuarbeiten, weil ich nehme mir da wirklich am meisten Zeit. Weil ich finde, es muss echt gut eingearbeitet sein, damit sie auch länger hält und damit es auch nicht so cakey aussieht, weil, ja... Ich bin nicht so der Fan davon, wenn es einfach so unnatürlich aussieht und so drauf geklatscht. Deswegen nehme ich mir da wirklich Zeit und verblende das Ganze in meine Haut ein. Und dann trage ich noch einen Concealer auf. Und zwar habe ich jetzt einfach den, auch von NARS, einen Concealer, der Radiant Creamy Concealer. Weil bei mir ist es irgendwie auch oft so, wenn ich eine Foundation hole, dann muss ich auch immer gleichzeitig den passenden Concealer dazu holen und den passenden Puder. Weil ich finde... Weil die sind ja irgendwie füreinander gemacht. Und deswegen, ja, hole ich das einfach alles. Den Concealer kann ich euch auch nur empfehlen, ey, der ist so gut. Und der hält auch ewig. Also ich habe den auch schon lange und trage ihn wirklich jeden Tag. Also ich sehe nicht mehr so fertig aus wie vorher. Und wie ihr sehen könnt, hat der sehr gut unter meinen Augen aufgehellt. Dadurch, dass ich eine sehr ölige Haut habe, muss ich das Ganze abpudern, weil sonst glänze ich später wie so eine Speckschwarte. Und ich benutze auch wieder von NARS, also keine Werbung für NARS, aber die Produkte kann ich euch echt empfehlen, weil das waren eigentlich so die besten jetzt, die ich so ausprobiert habe für meine Haut jetzt. Und ich benutze hier ein Puder von NARS, den Translucent Powder in der Farbe Crystal. Da, wo ich am meisten ölig werde, ist auf meiner T-Zone. Und dann bringe ich ein bisschen Bräune in mein Gesicht und gehe mit einem Bronzer über mein Face. Und da benutze ich den Hoola Bronzer. Das ist immer noch mein absoluter Favorite. Und bronze ein bisschen mein Gesicht. Und dann gebe ich noch mit einem Blush drüber. Da benutze ich den Rocketeur von Benefit. Der sieht so aus. Und das war es dann auch schon mit meiner Foundation-Routine. Und ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Und die Produkte, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, die benutze ich auch schon seit langem. Also die sind echt meine absoluten Favorites. Ja, und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!